Hey, guck mal, der zeigt mir, wo es lang geht. Höchsten Magika. Was ist das für eine? Magieresistenz, Bruch Ignisch. So, jetzt durchsuchen wir noch. Nein, verdammt. Ja, nicht die Waffe wegstecken, du Idiot. Ja, okay. Nein! Hey, der kann einfach... ich hasse es. Ich hasse es, dass der nicht beim Sprinten hüpfen kann. Das ist das Schwulste, was es überhaupt gibt. Das ist genau wie in Far Cry 3, wenn du auf der Klippe stehst. Weil du willst voll den Köpfer runter machen. Sprintest und dann merkst du, warum springt der nicht? Dann springt er nicht und du läufst über die Klippe da runter. Das ist natürlich geil. Voll schwule. Ohne. Guck mal, da gibt's wieder viel Gold. Jawohl, 60. Truhe knacken. Oh, guck mal da. So, perfekt. Gold, Seelenstein, Amethyst, Eisenpfeil. Die Schlacht am Roten Berg. Blocken verbessert, sauber. Und Level Up. Ausdauer. Jo. Hallo. Mal Quicksave. Oha, Alter, viel zu lang. So, was ich jetzt mache, ich noch essen, ja. Kartoffeln. Oh, ein Zaubertrunk und dann geht es mir schon wieder viel besser. Better. Da ist wieder lauter Scheiß, den ich nicht sehen kann. So. Ups, sehr nice. Sehr nice. Kill Create Catacombs. Also Kill Create Catacombs. Glaube ich. Vermute ich. Nehme ich stark mal an. Nehme ich mal stark an, so rum. Verweste Leiche. Gold, Gold, Gold. Jetzt geht die Tür auf. Und wir können jetzt erstmal hier nochmal den ganzen Kram durchsuchen. Seelenstein, Gold. Oh, das könnte ich gebrauchen. Oh, guck mal, das ist wertvoll. Ausdauer. Teller? Ne, brauche ich nicht. Da brauche ich nicht. Zu einem Teller. Ich esse eh vom Boden. Vom Boden. Ist eh klar, weißt.
Nein, ich wollte den Bogen. Oh, kann's vergessen. Oh, oh. Das gibt's doch nicht. Der macht One-Hit tot, ey. Ah, genau, guck mal, den hat so umgeweht. Komm, komm, schnell, 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 schnell. Der darf mich doch nicht so angreifen. Nein! Nein! Echt jetzt so knapp, so knapp, so knapp. Okay, dann werde ich jetzt erstmal ganz gewisser Kill nehmen. Nein, nein, nein. Hey, sag mal. Oder bin ich da überhaupt tot? Vielleicht ist das nur wieder sowas. Oh oh, was mich halt wieder voll weg. Nein, 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 verdammt, verdammt, verdammt. Was mich halt voll wegweht. Was mich aber gar nicht umbringt. Das könnte natürlich auch sein. Oder? Ne, ich glaube fast, ich bin tot, oder? Na, okay, ich bin tot. Schade aber auch. Nein, 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 nein! Komm, 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 komm! Ach, fuck off, Alter! Der nimmt immer die andere Waffe auf. Ist so langweilig. Verreckt er bloß. Schon wieder tot. Das kann man lustig so weitermachen. Ne, komm, jetzt kannst du wieder die bisschen angreifen so und ich mach Ball und Bogen. Aufgepasst, Bruder! Aufgepasst, Bruder! Aufgepasst, Bruder! Nein, nein, verdammt, verdammt! Voll für den Arsch! Na weg, 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 weg! Lauf, 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 lauf! So, alle Zaubertränke natürlich weg. Scheiße, fuck off, ey. Also es funktioniert definitiv schon mal nur mit Umwehen. Die kompierten Schatten müssen aber weg sein. Jetzt einfach mal die killen. Warten, bis der Schreiner wieder aufgeladen hat. So, weg, 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 lauf, 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 lauf. So, halt mal. Bam, so. Jetzt guck ich erstmal, wie viel Tränke ich überhaupt noch hab. Der Heilung, der kommt auch mal in Favos. Davon habe ich nur noch 4, davon 12, okay. Favos, dann kommen die auf 6. Warte ich jetzt, bis wenn der hier durchrennt, dann kann ich den Esche attackieren. Wenn nicht, dann warte ich, bis Fusro da fertig ist und dann machen wir das so. Das Wilkas, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ist der tot? Nee. Maul zu schließen. Komm schon jetzt. Komm. Fusro da! Warum kann ich jetzt nicht mehr laufen? What?
Endlich, so. Jetzt. So ein Wichser. Oh, verdammt! TF, TF! Es ist vollbracht. Der Schänder ist besiegt. Nehmt den Erbrecher von seinem Sockel. Ja, mach ich gleich, aber jetzt hier erstmal. Spatenschwanz. Geiler Name. Verweste Leiche. Boah, die haben alle so viel Geld dabei. Bringe einen Dämmerbrecher in deinen Besitz. Juhu. Boah, wie lange ich hier schon wieder am Zocken bin. Leck mich am Arsch. So, hallo. Malkoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin drohen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen, auf dass mein Einfluss wachse. Es spielt keine Rolle. Die Pflanze wollte ich gar nicht weiß nichts von den Strahlen, die ihr die Wärme der Sonne bringen. Wenn ihr den Dämmerbrecher tragt, so wird mein Licht die Welt berühren. Das sah ja geil aus, da gerade mit dem Licht allerdings. So, geschafft und wir haben den Dämmerbrecher bekommen. Gucken wir uns gerade mal an, guckt, das ist das Schwert. Schaden von 13, das heißt, es ist absolut erbärmlich und jämmerlich, das Schwert. Also werde ich das auch definitiv nicht benutzen. So, das Meridia-Dings wäre jetzt fertig. Das wäre unsere nächste Mission. Die sich dann hier drüben irgendwo befindet. Boah, voll weit weg. War ich schon im Winterfest? Nö. Nirgends. Ja gut, egal. Dann erstmal der Weißlauf, dann verkaufe ich den ganzen Kram und dann werde ich auch langsam einen Cut machen. Ich bin schon wieder viel zu lange am Zocken gewesen. Leck mich am Arsch. Jetzt gehe ich erstmal zu Beletor und verkaufe dem den ganzen Quatsch. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sag mir alles. Werf deinen Blick darauf. Nee, Bekleidung. Hat er schon wieder kein Geld, ey. Na gut, den verkaufe ich ihm trotzdem noch. Bitte kommt wieder. Das ist so ein armes Schwein, Alter. Der ist so bettelarm, der Typ. Leck mich am Arsch, ey. Ich hörte, dass ihr diese widerlichen Hexen zu sprechen. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. So, komm mit. Ich will dir was verkaufen. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Aber es war scheiß drauf. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähn. Komm, Wilkas, wir stellen uns jetzt dahin. Ich will nur eine Frage. Machen gemeinsam einen Cut. Komm. Oder nee, komm, wir stellen uns direkt vor Himmelsrand. Ey, Summer, so. So, Romeo, Summer. Summer, Summer. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. War Ade, war Schee und so. Jo, und dann würde ich sagen. Micha Marsche. Man sieht sich dann bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Und da werden wir dann eben diese Mission hier machen. Da werden wir diese mit. Da werde ich mit Wilkas dann diese silberne Hand auslöschen und Kotlaks Tod rächen. Aber bis dahin erstmal, wie gesagt, ein Cut. Ich werde es auch nochmal so richtig speichern hier so. Und einmal nochmal Quicksave. So doppelt besser. Und ja. Dann, das war's auch von diesem Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre blöd, wenn nicht. Naja, wie dem auch sei, dann sieht man sich in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, tschüss, servus, ciao und bye bye.